Hallo Welt! Ja, da sind wir wieder, hier auf einer kleinen, namenlosen Insel. Und wir looten ein wenig. Vorsicht! Nicht mit der Backe da hängen bleiben. Wow! Was habt ihr hier für komische Fallen aufgebaut? Na, haben wir ja schöne Sachen daraus bekommen, ja? Ja, ich gehe mal davon aus. Und ich habe so den Eindruck, es ist ja jetzt Nacht, schon eine ganze Weile, aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass die Nächte kürzer sind als die Tage. Aber wunderschön, oder? Mit dem Wetterleuchten so wunderschön, ja, ja. Das Tier ist hoffentlich im Wasser, da drüben haben wir noch irgendwas. Ist das ein Wolf oder ist das ein normaler Hund? Es ist ein Puma. Kommt der? Der kommt hier rum? Der kann uns finden? Der hat gewittert, woher wir geschossen haben. Baum, geh weg! Wir müssen weg! Wir müssen von der Insel runter! Oh nein! Der fängt uns. Der Puma hatte doch seine Beute. Oh! Musste das sein? Ich dachte, das wäre ein gefundenes Fressen. Das denke ich immer. Auch wenn wir irgendwelche Außenposten einnehmen, dann steht da immer einer so ganz unschuldig rum und weiß von nichts. Und ich denke, oh, den könnte man schön wegsnipern. Ja, und dann sind auf einmal alle alarmiert und wir haben den Salat. Hirnsalat. Ja, zu viel. Ey, Zombie gesehen wieder in letzter Zeit. Oh, Moment, was ist hier Schönes? Z-Nation. Sagt man das so? Wir sammeln alles ein. Hey, das können wir doch gar nicht mehr. Können wir das überhaupt noch nehmen? Baguavela. Ich werde mir das noch merken, wie das heißt. Aber erstmal laufen wir ein bisschen. Da auch schon wieder. So schön zum Wegschießen. Aber der ist sowieso viel zu schnell. Ja, hoffentlich hat der Puma uns mittlerweile schon wieder vergessen. Die Kolibris werden uns auch hassen. All ihre Nektarpflanzen. Das Buch, das Buch, das Buch. Wo ist das Buch? Wir müssen wahrscheinlich tauchen. Unter der Statue müssen wir wahrscheinlich runtertauchen. Und da finden wir eventuell dann auch das Buch. Ich frage mich, ob die Pflanzen hier nachwachsen. Hat das jemand mal beobachtet? Oh, Moment. Der spinnt ja wohl. Uns einfach zu sehen. Dieses Wasser. Was habe ich gerade gesagt? Hat das jemand mitbekommen, dass die Pflanzen nachwachsen schon? Irgendwann müssen sie ja nachwachsen. Na, nicht unbedingt. Aber es gibt sehr viele Pflanzen. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Obwohl, wenn wir hier rumrennen, vielleicht doch. Was gibt es Schönes unter der Brücke? Oh, nur unter der Brücke. Kein Brückentroll hier. Scheinbar nicht, nein. Wir sollten auch mal nach oben gucken. Die hängen ja oft was in die Bäume rein. Ja, ich denke mal, die Insel haben wir hier erkundet. Hier gibt es nicht sehr viel. Ein paar Pflanzen haben wir mitgenommen. Wow. Kolibris wird es keine mehr geben auf dieser Insel. Oh, das Buch, das Buch, das Buch. Ja, waren wir hier nicht? Ja, dann ist das aber schnell nachgewachsen. Ich meine, es ist ja auch alles verstrahlt, von daher kann es ja auch ein bisschen schneller wachsen. Ist das zunehmender Mond oder abnehmender Mond? Es ist Mondmond auf jeden Fall. Kein Vollmond. Wenn das der Mond ist, vielleicht ist es ja auch so irgendeine
Erscheinung. Vielleicht ist es die Raumstation. Nein, so sieht doch keine Raumstation aus. Es wird Tag. Ach, ja, man merkt richtig, wie feucht die Luft ist. So der Morgentau und so. Wenn wir jetzt hier durchs hohe Gras laufen, wird die Hose ganz nass. Haben wir eine Hose an? Ah, wir haben einen Fuß. Okay, das ist schon mal gut. Da bin ich schon mal beruhigt. Ja. Ich weiß. Du willst uns auch anknabbern. Moment. Spiel mit den Kolibris. Was ist denn das, was uns da verfolgt gerade? Hund! Rette uns, Hund! Wow! Halt! Halt! Du sollst uns retten! Nicht angreifen! Lass das! Das war laut. Wolf! Ein Stufe 2 Wolf. Und damit geht's nochmal zurück. Wo ist denn der Hund? Kein Hund hier. Oh. Wir sollten auf die Kreuze achten. Aber ich dachte, wir gehen erstmal da vorne hin. Da hat jemand was abgeworfen für uns. Extra für uns werfen sie überall die Sachen ab. Und immer mit so schönem gelben Schleim, wollte ich sagen. Rauch ist das. Warum ist der eigentlich gelb und nicht rosa? Naja, die Pakete sind ja auch gelb. Das passt also schon. Erstmal einen Schluck schlucken. Ja, Hundi kriegen wir, glaube ich, nicht mehr. Sein Fell. Gar nicht so schlecht, diese Waffe, wenn man sich dran gewöhnt. Och, ja, natürlich. Wow. Ihr könnt schwimmen, ich vergaß. Trinkt ihr nicht? Rote Nase. Warum ist der jetzt abgehauen? Haut des Leitwolfs. Ja, die brauchen wir auch. Ach Mann, lass das. Du bist verrückt. Wir brauchen seine Munition. Ach, schon wieder. Ganz schön knurrig hier. Wow, Feuer. Ja, das war auch gut. Du brennst. Ach was. Aua. Moment. Wir waren doch in der Grube. Wir waren doch...
Irgendwie haben wir das mit dem Treffen nicht so richtig drauf. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das? Oh! Ich drücke immer, wenn das Kreuz genau auf dem Kopf ist und wir schießen immer daneben. Ja, anscheinend dann nicht. Ja, ich sehe schon, wenn man einmal angefangen hat zu sterben, dann hört man nicht mehr auf damit heute. Echt? Wisst ihr was? Ich habe einen Speicherpunkt nach der letzten Folge einen Speicherpunkt abgelegt. Der war ganz woanders. Hey, Lady. Das mit den Speicherpunkten, das funktioniert hier aber nicht so gut, oder? Pff, leckt mich fett. Echt jetzt? Na, man kann auch nicht laden. Dann eben nicht. Ich bin nicht sauer, ich bin verwundert. Ist denn die Munition jetzt auch weg? Ja. Ja, wenn die Munition weg ist, dann hoffe ich mal, dass die Sachen, die wir eingesammelt haben, dass die noch im Inventar sind. Zumindest teilweise. Ach, wir haben so viel eingesammelt, das fällt uns überhaupt nicht auf. Wir müssen das doch mal lernen. Oh, das ist gar kein Böser. Wie nennen wir die eigentlich? Die haben doch einen Namen, oder? Ich nenne sie, ab heute nenne ich sie Böse. Und die anderen nenne ich nicht Böse. Der ist einfach abgehauen. Nein, ich nenne sie genau. Was hast du gerade gesagt? Genau, ich nenne sie Highwayman. Das ist doch ein gutes Wort dafür. Auf der Brücke finden wir gut Schutz. Da ist doch keiner mehr. Ah, der Hund frisst da jetzt gerade. Ach, egal, wir haben ja was anderes vor. Der scheint auch da was zu reißen. Na, das sind wir doch gleich wieder hier. Da, wo wir aufgehört haben. Eigentlich müssten wir ja unsere Leiche hier finden, Entschuldigung. Oh, Prunkhörner vielleicht, weiße. Da sind sie. Majestätisch. Ganz genau. Hier ist es passiert. Irgendwas ist doch hier schon wieder, oder? Ach Mann, immer dieses Nachladen. Wir brauchen unbedingt ein größeres Magazin. Da, habt ihr das gesehen? Ich habe ganz genau neben den Kopf gezielt. Tu mal nicht so. Oh, hoppla. Was machst denn du hier? Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass da einer steht. Na?
Hast du schon alles eingesammelt? Ei. Cool, aber. Ein Glücksklee, dass du den Unfall überstanden hast. Ja, nicht nur das. Oh, das hätte ins Auge gehen können hier mit dem wilden Hund. Wäre eine bekloppte Art zu sterben gewesen. Ich glaube auch, ja. Wow, und das ist es nicht? Warum gehst du hier mit einer Dings, mit einer Stange da drauf? Oh. Hör doch auf, da liegt überall Fleisch für dich rum. Ach. Mit einer Stange auf den Puma. Was rennt er hier überhaupt mit so einer Stange durch die Gegend? Alle schießen und er kommt mit einem Küchenmesser. Oh, er hat's überlebt? Wie hat er das denn geschafft? Nicht schlecht. Respekt. Ach so, ihr wart zu zweit. Okay, ich verstehe. Tut mir leid, dass dein Empfang in Hope so beschissen war. Ja, das ist manchmal... hat man keinen Empfang. Kommt schon mal vor. Das kommt in den besten Horrorfilmen vor. Aha. Ah, das war wieder sehr sparsam. Ein Wunder. Und wir können weiter. Brauchen wir so etwas? Ich würde ja ganz gerne so ein Schrotgewehr auch mal ausprobieren. Wir brauchen unbedingt unsere Plätze. Ich muss aufhören, mir vorzustellen, was jetzt wäre, wenn es dieser Zug geschafft hätte. Hör sofort aufzuhören. Hör sofort aufzuhören an. Fangen sofort an aufzuhören. Ist ja auch egal. Nicht um Strategie. Hey. Der wahre Kampf ist, satt und gesund zu bleiben. Ich hoffe, unsere Seite behandelt also, dich gut. Also, wenn ich mir vorstelle, ich würde hier so durch den... Hi. Ich würde hier durch den Wald laufen und würde so viele Menschen treffen. Die Ankunft des Zuges hat die Situation im Teil sicher... Die ganze Zugsache tut mir leid, Captain. Und alle kennen sie mich? Ich würde mir ein bisschen komisch vorkommen, oder? Ja, aber auch ein bisschen Bauch gepinselt. Und ich wollte Gauch bepinselt sagen? Ich weiß nicht, ich hab's heute nicht mit den Wörtern. Am besten, ich sag gar nichts mehr. So, ein Buch. Wo ist das Buch? Ach Mann, hört mir doch auf. Was soll denn das bedeuten überhaupt? Wir müssen der Story mal folgen. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ich kann's kaum erwarten. Naja, vielleicht, wenn wir all diese Zelte hier finden, vielleicht passiert dann irgendwas ganz, ganz Tolles. Wir finden das Buch zum Beispiel. So, wir gehen noch einmal hier rauf und gucken, ob das die richtige Brücke ist. Können wir das mitnehmen, bitte? Was ist das überhaupt? Nicht mitzunehmen, oder? Nein, das ist in den Stein gewachsen. Ereignislos, liebe Welt da draußen. Wir sind nur ein bisschen rumgelaufen. Und damit sind wir am Ende der Folge. Und ich bedanke mich am Ende der Folge für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.